Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 von City Skylines. Ja, sind wir drinne. Zoomen wir erstmal näher wieder ran. Letztes Mal haben wir so eine Übersicht gemacht, was wo ist. Naja, da war ja einiges, aber wir müssen jetzt mal gucken, dass wir, glaube ich, noch zum Expandieren mehr Wohnraum kriegen und sowas. Sieht ja hier schick aus, muss man ja sagen, ne? Hier alles, hier LKWs fahren, ne? Ach, das sind die Holz-LKWs. Die fahren jetzt hier hin und holen das Holz hier wahrscheinlich ab, okay. Ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, vielleicht in der Stadt Holz-LKWs mitten durch die Fußgängerzone zu haben, sozusagen, ne? Okay. Holen die denn wirklich was ab und bringen das dann weg? Sieht man jetzt gar nicht, ne? Okay, die verschwinden, aber der hat Holz gebracht und nicht weggeholt. Das ist ja auch interessant. Naja. Der bringt was nicht weg. Achso, wir können den mal anklicken, ne? Forstwirtschaftsbesitzer Spring Valley. Kehrt zur Einrichtung zurück. Okay, was da alles möglich ist in dem Spiel, ist der Wahnsinn, ne? Operation von Roberten durchgeführt. Als Ärzte sind permanenter Kaffeepause ausgesetzt. Oder was stand da jetzt? Na super. Bäume fällen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Schöner Sonnenaufgang. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Gut, ein bisschen rauszoomen wieder. Und dann schauen wir mal weiter. Was war das noch? Eine Schule hier? Eine Grundschule war das, ne? Genau. Okay, wie viel sind da? 38. Das heißt, da fehlt es noch ein bisschen. Da können wir noch was tun. Und ja, wir können... Entschuldigung. Können wirklich hier noch ein paar Häuser bauen, ne? Ich glaube, wir machen hier neben einer Straße rein, neben der Schule gleich. Das heißt, ja, da. Und dann machen wir das grün. Genauso wie das grün. Und dann können wir wieder füllen machen. Und wo sollen wir... Hier haben wir ja schon was. Okay, dann machen wir das nochmal so. Und da geht ja eine Straße dann rein. Ach so, ja, da wollte ich das so machen. Das passt dann schon. Hier können wir das auch so machen. Hier braucht aber keine weitere Straße mehr rein. Hier wäre noch was möglich. Machen wir da ein bisschen und da auch. Müsste da die Straße rein. Stellt sich nur die Frage, ob das geht, ne? Wahrscheinlich muss da noch was weggerissen werden. So geht's. Passt. Okay, das müssen wir wegmachen. Und dann machen wir das gleich nochmal dahin. Gut, sieht doch prima aus erstmal, oder? Hier wollen wir noch eine Straße reinmachen. Und die soll dann mal... Ne, die können wir auch parallel... warte mal, wo ist es? Okay, das wäre jetzt so nach da richtig. Machen wir auch ruhig. Dann können wir gucken, dass wir... die wohnen da schon, das ist ja voll doof, ne? Warum sind die denn da schon eingezogen? Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal so und biegen die Straße gerade hin. Aber das geht nicht ohne Pech gehabt. Das ist schon okay so, denke ich. Das gefällt mir ganz gut so. Dann machen wir von da noch nach da. Und ja. So ist schon gut, denke ich, oder?
Ja, machen wir es da gerade einfach durch, oder? Das ist dann schon okay, ha? Da nicht mehr. Hier haben wir schon die Straße reingebaut. Dann können wir die eigentlich auch da durchziehen, ne? Da nicht mehr. Die kann hier... So, dann müssen wir erst noch ein Stück geradeaus machen, ne? Und dann ziehen wir so rum. Und dann da drauf. Passt. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Das in der Mitte lassen wir erstmal so. Obwohl, diese Straße ziehe ich schon mal so ein Stück vor, damit da keiner baut. Das haben wir dann. Kommerzielle Zone wird gefragt gerade. Okay, dann werden wir die noch machen. Die wäre dann ja hier. Ach so, da können wir aber vollschütten. Das wollten wir freilassen, wie man schon schön sieht. Gut. Gut, das passt dann schon mal. Okay. Der Kommerz kann kommen. Wie sieht es mit Wasser aus? Na, ich glaube, da zoomen wir noch ein bisschen raus, ne? Dann haben wir einen besseren Überblick. Ja. Ich glaube, das ziehen wir mal hier so ein bisschen hin. Nee, da will ich das dann nicht mehr. Dann will ich hier rein. Obwohl, nee, machen wir erstmal nicht. Wir machen erstmal dieses Stück weiter. Und dann machen wir hier noch was rein, oder? Ich glaube, wir ziehen das mal so durch. Und... Ach, machen wir so und ist gut. Soll reichen, oder? Sieht gut aus. Wasser haben sie alle. Vielleicht auch nicht. Aber das liegt daran, dass es nicht mehr pumpt, wenn... Müssen wir mal schauen. Strom wird sich von alleine ergeben. Allerdings, ja, sollten wir gucken, dass wir vielleicht noch ein Windrad mehr dahin kriegen irgendwo. Wo der Wind auch ordentlich pustet. Okay. Würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal hier hin. Und... Ich glaube, das geht auch noch. Soll erstmal reichen, oder? Ich denke, das müsste hinkommen so. Das haben wir. Wie sieht es denn mit unserer Müllgeschichte so aus? Da hinten haben wir eine Müllkippe. Die fahren überall hin. Wieso ist denn die Autobahn dafür grün? Mülltourismus? Das wäre nicht so schön, ne? Ach so, wir müssen erstmal runter von der Karte, um das zu sehen. Aha, hier hinten wird es dann schon ein bisschen knapp, aber sieht eigentlich noch ganz gut aus mit der Müllkippe. Ich glaube, das lassen wir noch so. Ärztliche Versorgung ist da hinten nur gegeben. Und hier ist auch noch grün. Aber hier ist ja gar nichts, oder? Doch, ist. So ist nicht, also. Es sind nur einzelne Häuser, die jetzt nicht grün sind. Was soll mir das jetzt sagen? Gesundheitswesen verfügbar von Heilungskapazität 100%. Durchschnittsgesundheit 58. Das heißt, wir müssten eigentlich zusehen, dass wir da nochmal ans Wirken kommen, oder? Ja, ich glaube, ich würde das hier hinsetzen. Oder? Oder doch eher hier irgendwo. Weil da ist schon die Straße nicht mehr grün dann. Ja. Mehr zu dem Ende ändert sich auch nichts. Ja, wäre schon sinnig, hier was hinzubauen.
für das Gebiet und für dieses Gebiet hier. Und ich glaube, wir machen es auch hier hin. Machen wir dahin und fertig. Jetzt freuen sie sich alle, ha? Huh? Ich glaube, hier sind auch drei gleich schon andersfarbig geworden. Was haben wir denn hier noch? Ein Friedhof. Okay, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Finanziell sind wir auch jetzt ein bisschen knapp bei Kasse. Der Friedhof ist da. Okay, Einzugsgebiet des Friedhofs ist jetzt nicht so dolle. Feuerwehr ist da. Da hinten ist alles rot. Die Industrie könnte uns abfackeln. Müsste man hier vielleicht noch was bauen. Oder aber hier hinten irgendwo noch eine Stelle. Und wenn wir uns erweitern nach da. Ja. Stellt sich jetzt die Frage, wo wir das hinsetzen. Da ist eine Straße zum Reinmachen. Ich würde es fast hier hinsetzen irgendwie. Neben dem Arzt. Haben wir kein Geld für. 12.000, ne? Oder wie kostete das? Jupp. Dann lassen wir das erstmal sein. Polizei geht dann genauso wenig. Bildung wäre mit 6.000 die Grundschule, oder? Ne, 10.000 kriegen wir auch nicht hin. Bushaltestelle müsste hier wieder was gemacht werden. Lassen wir aber erstmal sein. Das ist erstmal gut so. Und der Bedarf an Wohnraum ist natürlich enorm, ne? Ach, guck mal, hier gibt es noch andere Möglichkeiten da. Ist das hier denn überall einfach oder auch mehrfach? Ne, ist nur beim Transportwesen anders. Ne, hier ist auch anders. Wege und Requisiten. Parks und Plätze, okay. Da wird gerade gebaut, ein Shopping Center wahrscheinlich. Ja, okay, geht ja. Können wir so lassen, oder? So, was haben wir hier? Die Wirtschaft, wie sieht die aus? Wir haben die Prozente noch immer so gelassen. Darlehen könnten wir aufnehmen, wollen wir nicht. Ich glaube, das läuft hier relativ gut, alles gerade. Ah, da kriegen wir Darlehen, das ist alles gut, würde ich sagen. So, hier wäre wieder ein neues Viertel zu machen. Tja, ich weiß gar nicht, was mir das bringt, ein Viertel zu machen, ne? Ich mach's mal, ne? Würde mal sagen, so, oder? Oh, das war nicht so gut. Jetzt funktioniert das wieder nicht, ne? Können wir das Viertel so komplett überarbeiten? Ja. Wunderbar. Forstindustrie, Agrarindustrie, Erzindustrie. Ach so, das sind so Viertel. Na, ich weiß gar nicht, ob diese Viertel überhaupt Sinn machen. Naja, wir haben es gemacht, das ist ja schon mal gut. Jetzt müssten wir nur gucken, wie wir weiterkommen mit den ganzen Sachen hier. Das Ackerland, das hätte ich ja noch gerne gewusst, ne? Konnte man das nochmal sehen? Naturrohstoffe. Das war hier oben alles mit dem Ackerland. Und da, wo wir bauen können, ist tote Hose, ne? War klar. Da müssen wir uns expandieren. Gut. War das hier zu machen? Ja. Und das Ackerland war da. Okay. Waldrohstoffe, Agrarrohstoffe und der Rest fehlt. Da ist das Gleiche. In dem Sinne, hier gibt's Erze. Und dort gibt's auch minimale Erze. Und jetzt will ich noch Öl haben. Das gibt's da unten. Alles klar. Da unten gibt's bis auf Ackerland alles, oder? Ja. Na, okay. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll das wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.